Und da sind wir wieder bei Call of Duty. So, in der letzten Folge haben wir den Hügel gestürmt und einen schrecklichen Verlust hinnehmen müssen. Jetzt geht's weiter, Ardennenoffensive. 6 Wochen ist es her, dass Tana getötet und ich befördert wurde. Weihnachten. Wir verschanzen uns in den Wäldern der belgischen Ardennen. Es ist so kalt, dass wir Eiszapfen pinkeln. Das wird ein Kampf. Mit Tana haben wir unseren Beschützer verloren. Paul, ich will als Held zurückkehren. Aber nun, da Pearson das Sagen hat, komme ich vielleicht nie nach Hause. Frohe Weihnachten, Turner. Oh, und Turner. Pearson macht den Bauernjungen zum Corporal. Was sagen Sie dazu? Wohl, dass du immer noch der alte Drecksack bist, Aiello. Hört auf damit. Auf Turner! Verdammter Glückspilz. Immer der Erste, was? Sehen Sie mich nur an. Ja, genießen Sie den Abend, denn morgen, wenn der Konvoi da ist, stehen Sie vorn und verteidigen ihn. Und Turner ist nicht da und wird Sie schützen. Hey, locker! Locker. Sie sind jetzt Corporal, was? Ja, lassen Sie mal sehen, wie locker das läuft. Na los. Geben Sie mir einen Grund. Ja, dachte ich mir. 6 Jahre dienten wir zusammen. 6. Verschissene Weihnachten. Der Konvoi kommt durch und wir müssen dafür sorgen, dass er den Rhein erreicht. Wir müssen nur die Kälte überstehen. Und Pearson. Schicke Stiefel, Kamerad. Sind die neu? Ja, er hat sie der Ablösung gestohlen. Der Arme ist erfroren. Wenn Pearson nicht so geizig mit dem Nachschub wäre, müsste ich nicht stehen. Schon okay. Sie haben dem Jungen eh nichts genutzt. Wo ist der Bauernjunge, den ich mal kannte? Sag Bescheid, wenn du ihn siehst. Tolle Weihnachten, was, Männer? Ja. Sollte ich auch mit meiner Süßen an einem warmen Feuer kuscheln, wenn ich mir mit euch Pennern den Arsch abfrieren kann? Oh, scheiße, Angriff! Hey, hallo, zurück an das MG! Ja, Sergeant. Sergeant, gibt es noch mehr Mäntel oder Decken? Sie haben mehr als genug. Der Ostgraben wurde angegriffen. Bringen Sie den Jungs da eine Munitionskiste. Ich nehme die Munition. Aiello ist fast leer geschossen. Nun, dann sollten Sie jeden verdammten Schuss ins Ziel bringen. So dann. Ist das kalt? Leg mich einfach in die Nähe von Hitler. Was gibt's, Kumpel? Ja, da hinten. Wie geht's Ihnen denn? Scheiße. Kalt. Mir geht's kalt. Daniels, was hast du denn in dieser Gegend verloren? Munition für alle. Sieh an. Er ist der gute alte Nikolaus. Wirf es unter unseren Baum. Was hast du dabei? Schokolade? Trockene Socken? Scheiße. Deutsche auf dem Hügel. 12 Uhr. Shit. Wo? Waffe klemmt. Daniels, knall sie ab. Was? Was das? Nach mehr suchen. Verstanden. Da ist noch einer. Gut. Oh.
geschossen, Daniels. Der Krautfresser berichtet niemandem mehr. Zur Hölle sind die an 88 vorbeigekommen. Meld dich besser mal beim Kommandozelt. Okay. Irgendwas stimmt hier nicht. War das nur eine Patrouille? Oder was haben die gemacht? Ich habe eine Überraschung hier. Das ist Hau. Schön, Sie kennenzulernen. Ich hatte nicht erwartet... Mit einem so guten Pionier zusammenzuarbeiten? Howards Kompanie hat den Kamm eingenommen. Dass sie die kämpfen lassen. Oh ja, sterben lassen sie uns auch. Gut, wenn dieser Konvoi durchrollt, wird dir die Hölle losbrechen. Ich dachte, die Reserve kämen. Wir sind die Reserve. Sergeant, fordern wir Luftunterstützung an. Sieh mal einer an. Daniels hat gemerkt, dass er ein Corporal ist. Das Funkgerät geht. Ich würde mich nicht auf Hilfe verlassen. Unsere Piloten haben schon genug zu tun. Und immer diese Scheißstimmung von ihm, ne? Diese Jungs nur noch sicher bis zum Reinbringen. Ja. Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Ich muss in den Graben, ich muss in den Graben. Shit. Shit, 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 shit. Ist es vorbei? Alles okay? Ich lebe. Sie klopfen uns vor einem Angriff weich. Wir müssen Pearson finden. Hilfe? Was heißt hier Hilfe? Wer braucht Hilfe? Okay, müssen uns sammeln. Scheiße. Kaufpanzer nähern sich und trennen unsere Linie. Da ist ein Funkgerät im Gefechtsstand. Mit Feuerschutz bringe ich es zum Laufen. Mein Gefechtsstand sind Feinde. Hey, Sie sind jetzt ein Corporal, verdammt. Benehmen Sie sich wie einer. Ich kann nicht verlangen, dass wir ihn da rausfolgen. Wir sind aus Queens. Nichts Neues. Wenn du meinst. Ich war Unteroffizier. Habe meinen Rang hierfür aufgegeben. Wir müssen was tun. Los! Gehen Sie voraus. Die Welt steht auf dem Kopf. Warte nur, bis ich dir die Nase breche. Hey, Sie kriegen das hin. Wenn Howard stirbt, sind wir erledigt. Scheiße, scheiße, scheiße. Okay, okay, okay. Einfach rennen. Zum Funkgerät! Sie mir mit dem Funkgerät! Bin dran! Ich hab's! Es ist im Arsch! Feind in der Nähe der Baumgrenze! Beschäftigt sie so lange! Ich hab leicht den Schutzhauer! Auf die Baumgrenze achten! Raubfresse kommt! Brauche Deckung! Scheiße! Zum Glück haben wir hier so viel Deckung! Shit. Fuck. Okay, komm. Rover Joe, hier Deckwood White 5. Fordere Luftnahunterstützung an. Ende. Verstanden, Deckwood White 5. Unsere Flieger unterstützen zurzeit schwere Bomber. Ankunft unbekannt. Ende. 509, hier Kommando. Wir haben eine Notfallanforderung für Luftnahunterstützung erhalten. Übernehmen Sie das nach Erreichen des Zielgebiets. Verstanden, Kommando. Wir kümmern uns darum, sobald die Bomber sicher sind. Okay. Großänderung vorgenommen. Noch 3 Minuten bis zur Zielposition. Wir
schützen wie diese Jungs. Nähern uns Luftabwehrgeschützen. Fliege Ausweichmanöver, um der Flak zu entgehen. Formation halten, nicht bei den großen Vögeln bleiben. Verstanden, verstanden. Nein, nein, ist gut, so ist es. Fliegen wir zur Spitze der Flugstaffel. Okay. Der Flakbeschuss scheint nachzulassen. Die Augen nach Deutschen offen halten. Feinde auf 2 Uhr. Oben. Okay. Ich sehe sie. Ich sehe sie. Halten Sie sie von den Bombern fern. Formation brechen. Noch eine Gruppe auf 9 Uhr. Nähern sich schnell. Wow. Hey, okay, drehen. Hab einen an dir! Zieh nach links, ich nehm rechts! Er wird uff. Da ist ein Feind direkt hinter dir! Komm. Weg. Whoa. Gut geschossen. Mach den Weg frei. Mayday! Komm nach. Ja. Viele weg hier. Es geht schon. Der Himmel ist frei. 10 Meilen bis zum Ziel. Das da sind die Deutschen wieder. Hinter uns. Na, ich bin viel zu weit vorne. Okay. Sie ja schon zurück. Du musst raus da! Machen. Einer noch.
Mayday! Bombe abgeschossen! Sind da noch mehr? Verschaff den Bombern etwas Raum! Schluss mit dem Gerede! Formation einführen! Bomber sind sicher! Bereit für Luftnahunterstützung! Verstanden, 509. Feindliche Infanterie und Panzerfahrzeuge greifen die 9. Panzerdivision an. Ende. Rover Joe! Rover Joe! Geht der Gut White 5! Wir werden überrannt! Wo zum Teufel bleibt die Luftunterstützung? Durchhalten, der Gut White 5. Flugzeuge nähern sich. Noch 50 Meilen. Ende. Nimm sie raus hier! Bewegung! Ja, go, 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 go! Bewegung! Wir müssen zurück an die Front! Scheiße! Quick zu! Los, los, los! Ende! Das ist der Schwung hierher! Ja. Luftunterstützung ist unterwegs! Wir schaffen es nicht! Noch ein kleines Glück! Verdammter Panzer da. Shit. Sehr schön. Okay. Ja, die Panzer verteidigen. Ich habe keine Munition. Okay. Durch, Kumpel! Halten Sie die Baumgrenze im Auge! Augen auf! Die Deutschen sind jeden Moment zurück! Geh doch in Deckung, Mann! Aktivität bei den Bäumen! Shit! Ist nicht weit genug.
Schlauchsack gereicht. Wo ist der andere Panzer? Ich muss vor. Der andere ist weiter links. Ja, der eine ist. Boah, der ist schon weit drin. Das ist nicht gut. Ach so, nein, ich muss mich hier sammeln. Okay, wir sammeln uns. Ich dachte, der Panzer ist schon so weit. Die Bomben kommen. Shit. Come on. Komm. So. Gib mir deine Pistole. Keine Munition mehr. Shit. Alles in Ordnung. Sag doch mal, wenn meine Ohren nicht mehr klingen. Ich spüre meine Hand nicht. Aber nur, weil ich darauf sitze. Eine Frage, Corporal. Wie lange hat Pearson schon seinen Verstand verloren? Ich weiß so viel wie Sie. Kriegt bestimmt eine Medaille dafür. Das war gar nicht so. Wir haben Glück, dass wir noch leben. Das Erste. Denn jetzt bringen Sie die Deutschen ins Gefangenenlager. Ja, Sarge. Und beeilen Sie sich. Ich kenne diesen Blick bereits. Kurz vor dem Kasserinpass. Wir sind auf uns gestellt. Obwohl Pearson versucht hat, uns umzubringen, haben wir überlebt und den Konvoi verteidigt. Haben das feindliche Himmelfahrtskommando aufgehalten. Tana wäre stolz auf uns. Das wäre er bestimmt. Boah, das war knapp. Gut. Weiter geht's. In der nächsten Folge. Ich freue mich drauf. Bis dann.